Hallo zusammen, willkommen bei meinem YouTube-Kanal Kleiner Garten. Ich bin Sabrina und heute nehme ich euch mit auf einen kleinen Gartenrundgang Anfang Juli. Ich zeige euch, was gerade gut wächst, was weniger gut wächst, aber seht selbst. Meine Gartentour starte ich hier im Wartebereich oder auch Anzuchtstation. Dafür habe ich sie hauptsächlich verwendet im März und im April. Wie ihr seht, ist hier nicht viel los. Nur noch der Rosenkohl, der möchte auch noch ins Beet. Und noch Kohlrabi. Da drüben möchte ich euch eigentlich gar nicht zeigen, aber ich zeige es euch trotzdem. Das ist irgendwie alles ein bisschen halb tot. Und den Salat hier oben, ja, den kann ich auch entsorgen. Hier oben ist noch eine leere Quickpot-Platte. Da möchte ich dann für den Herbst noch Salate anpflanzen, Endiviensalat oder ja, muss ich mal schauen, was ich noch so finde. Hier seht ihr zwei Töpfe mit Tomatenpflanzen. Ich habe ja einige Tomaten in Töpfe gepflanzt, weil ich eben keinen Platz mehr in meinem kleinen Garten habe. In den Töpfen habe ich als Unterpflanzung ein Basilikum und hier ein Experiment, eine Melone. Ich weiß nicht, ob es was wird. Wir werden sehen und ich werde berichten. Ich habe immer geschaut, dass ich den Platz optimal in den Töpfen ausnutze, sprich etwas, das hochwächst, etwas, das den Boden bedeckt vom Blumentopf. Und auch etwas, das eben keinen Platz im Topf braucht, sondern das dann hier am Boden entlang wächst. Der Grund, warum ich meine Tomaten hier an der Hauswand stehen habe, ist, dass ich Fleischtomaten in den Töpfen drin habe, die aber eigentlich nicht fürs Freiland geeignet sind. Sprich, wenn es stark regnet, dann könnte es sein, dass die Haut platzt. Das vertragen die nicht, deswegen stelle ich die an die Hauswand, so sind sie dann vor Platzregen geschützt. Hier in meinem Mini-Hochbeet sieht es noch etwas wild aus. Ich habe den Salat blühen lassen, so kann ich dann die Samen ernten, wenn der ausgeblüht hat. Kommt aber bald raus. Hier unten Basilikum und abgeschnittene Salatköpfe. Meine ganzen Tomaten in Töpfen, als Unterpflanzung meistens Basilikum und Gurken oder Melonen zum Rauswachsen. Für meine Tomaten habe ich als Stütze so Tipis gebaut aus Bambusstäben. Oder hier habe ich letztes Jahr im Sale einen Tomatengerüst mitgenommen. Hier links auch noch Tomaten. In dem Topf, die ist etwas kümmerlich. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Muss ich mal düngen. Hier rechts sieht gut aus. Und daneben, naja, macht sich. Und überall ganz viel Basilikum als Unterpflanzung. Wir essen sehr gerne Basilikum. Hauptsächlich mache ich auch Pesto draus. Weiter geht's zum Steinhochbeet. Hier habe ich einen Lavendel, der hat einen Frostschaden, aber hat sich, wie man sieht, ganz gut berappelt. Und rechts daneben ein Schmetterlingsflieder. Der ist über und über zurzeit mit Blüten übersät. Rechts daneben wächst die Herbsthimbeere. Ich lasse sie in einem Rankobelisk wachsen, weil die Ruten, also die Äste der Herbsthimbeere sehr lang werden und sonst vorn überkippen, wenn die Himbeeren reif sind. Genau, als Unterpflanzung,
Als Unterpflanzung habe ich hier Thymian, Oregano und Bohnenkraut. Und auch Estragon gepflanzt. Bei den Herbsthimbeeren sind schon Himbeeren fast reif. Die werden dann heute Mittag meine Kinder entdecken und gleich erst essen. Bei meinem Blühsträucherbeet macht sich alles ganz gut. Ich habe ja links auch einen Lavendel drin, der riesig geworden ist. Ein Nektarinbäumchen. Das trägt dieses Jahr keine Früchte. Das hat irgendwie alle Blüten runtergehauen. Daneben habe ich einen spätblühenden Schmetterlingsflieder, der blüht irgendwann weiß. Mein Ziel war es, dass ich immer etwas Blühendes habe, aber an unterschiedlichen Orten. Dann noch etwas für die Insekten, argentinisches Eisenkraut. Daneben eine Weigelie, die habe ich erst umgepflanzt, deswegen braucht die, glaube ich, noch dieses Jahr, um in die Pötte zu kommen. Und daneben nochmal ein Schmetterlingsflieder. In schönem Dunkellila. Ich habe ja auch überall Sonnenblumen gepflanzt. Es hat uns ganz arg gefallen, wenn wir dann im Herbst oder Winter rausgeschaut haben und die Distelfinken oder andere Vögel an den Sonnenblumen rumgeknabbert haben. In diesem Rankobelisk habe ich eine Brombeere gepflanzt. Ganz wichtig, die habe ich in einem ganz großen Topf gelassen, damit sie hier nicht alles zuwuchert. Rechts daneben ein ausgeblühter Flieder. So, hier ist mein Rosenbogen. Da wachsen die Himbeeren recht hoch. Die habe ich da festgemacht. So, hier geht's runter. Der Rucola hat ein Eigenleben entwickelt. Er wuchert, man kann ihn immer noch essen. Ich lasse ihn aber blühen. Erntet dann irgendwann die Samen. Und die Samen kann ich dann verschenken, weil, wie ihr seht, habe ich ja genug. Da hinten, ganz unscheinbar, habe ich eine rote Johannisbeere. Die ist hier aber komplett zugewuchert. Die werde ich umpflanzen im Herbst. Hier seht ihr Paprika. Die auch alle von Schnecken angefressen sind. Meine Stangbohnen habe ich eingepflanzt, da musste ich auch noch mal neue sehen, deswegen sind die so klein. Die lasse ich hier dann hochranken. Und daneben habe ich jeweils immer unter einem Rosenbogen vier Tomaten gepflanzt. Man sieht ein wildes Gestrüpp. Und die lasse ich dann hier an den Schnüren hochranken. Zwischen den Rosenbögen habe ich immer zwei Paprika gepflanzt. Und wie ihr seht, reifen auch schon die ersten. Und dann an den Rosenbögen dann wieder die Stangenbohnen. Das setzt sich alles sofort. Hier wieder die Tomaten. Ja, dazwischen hat sich eine Sonnenblume oder mehrere wild ausgesamt. Und ich bringe es nicht übers Herz, die wegzumachen. Jetzt weiter wieder mit Paprika. Bohnenkraut, das hat sich auch selbstständig gemacht. Jetzt ganz viel dazwischen. Und was sehe ich da? Oh, das habe ich schon so lange gewartet. Hier reift tatsächlich die erste Tomate. Oh, da freue ich mich.
Mal gucken, ob die morgen meine Kinder schneller erwischen als ich. Die laufen hier nämlich jeden Tag durch und gucken, ob sie was Essbares finden. Genau, hier die Tomaten wieder. Immer 4 Tomaten unter einen Rosenbogen. Und neben dem Rosenbogen habe ich überall auch Basilikum gepflanzt. Hier mal ein Experiment. In so einem Kartoffelsack als Erhöhung, da habe ich Süßkartoffeln eingepflanzt. Die habe ich im Februar vorgetrieben. Und jetzt mal schauen, ob die was werden. Und daneben noch ein Wirsing, den muss ich auch bald ernten. Ein Brokkoli, den habe ich schon geerntet. Der macht gerade ab und zu so Seitentriebe, so kleine Brokkoli-Röschen. Aber ich weiß nicht, ob das noch was wird. Ob ich den einfach rausreiße, weil den Platz brauchen eigentlich meine Physalis ringsrum und die Chili. Da habe ich schon ein paar rote geerntet. Hier habe ich letztes Jahr eine Justerbeere eingepflanzt. Habe ich vorher noch nie gegessen, aber wie soll ich sagen, sie war im Sale. Ich konnte nicht widerstehen und habe sie einfach mitgenommen und eingepflanzt. Die Beeren sind so dunkel und erinnern ein bisschen an schwarze Johannisbeere oder Stachelbeere. Hier nochmal mein Blütensträucherbeet von unten. Ihr seht, ist an dem Lavendel immer viel los. Zuletzt zeige ich euch noch mein Hochbeet. Auf der rechten Seite ist mein Vorgarten, den lasse ich aber mal aus. Hier habe ich in so alte Pflanzsäcke Kartoffeln gepflanzt. Die wachsen ganz gut. Es waren alte restliche Kartoffeln, die ich übrig hatte. Die habe ich einfach mal eingepflanzt und sehen ganz gut aus, bis auf dass die Kartoffeln hier so braune Ränder haben. Ich habe noch keine Käfer gesehen, aber vielleicht könnt ihr mir sagen, was das ist. So, das erste Hochbeet. Ihr wisst, ich pflanze alles ein bisschen durcheinander, je nachdem, wo gerade Platz ist. Rechts die Traube. Die macht sich ganz gut. Die lasse ich hier hochwachsen. Gut, hier unten wachsen noch die Karotten, Basilikum. Hier habe ich restliche Bohnen eingepflanzt. Da die Trauben nicht so schnell wachsen, dachte ich, nutze ich hier den Pavillon und die Äste, damit hier meine Bohnen hochwachsen können. Die 2 Johannisbeer-Stecklinge machen sich ganz gut, haben sich berappelt. Ich habe sie ja gedüngt und seitdem haben sie auch keine gelben Blätter mehr. Hier unten sieht man es noch. Die Karotten wachsen ganz schön. Da hinten die Erbsen, die, ja, wenn die so gelb sind, dann sind sie relativ trocken. Man kann da die Erbsen aus den Schoten nehmen und als Saatgut wiederverwenden. Daneben hat sich eine Saiko Gurke breit gemacht. Ihr seht dahin auch schon welche dran.
Die Saikus machen relativ große, lange Gurken. Ich hatte noch Tomaten übrig und die habe ich dann hier ins Hochbeet gepflanzt und an so Schnüren befestigt. Die Schnüre hängen am Pavillon und dann winde ich da immer die Tomaten drumherum zum Hochwachsen. Zwischendrin ein Kohlrabi, den muss ich noch ernten. Der Mangold wächst auch ganz gut und da hinten habe ich noch Erbsenreste, die ich noch ernten muss. Geht aber langsam zur Neige mit den Erbsen. Hier die sibirischen Blaubeeren, die tragen ja jetzt nicht mehr. Und die Erdbeeren, die ich als Unterpflanzung eingepflanzt habe, die bilden gerade massig an so Auslegern und verbreiten sich so im ganzen Beet. Auch diese sibirische Blaubeere hat ein bisschen gelbe Blattränder. Ich weiß nicht so recht, was es ist. Vielleicht könnt ihr mir da weiterhelfen. Hier wieder eine wilde Mischbepflanzung, weil ich da noch Platz hatte. Da habe ich Basilikum dazwischen gesetzt. Und auch eine Bohne hatte ich auch noch übrig. Die lasse ich jetzt auch hier im Pavillon hochwachsen. Mal schauen, ob das funktioniert. Weil die Weinrebe, wächst dieses Jahr noch nicht so gut. Die habe ich erst im Januar eingepflanzt. Genau, die Erbsen am Zaun hinten, die trocknen langsam. Die haben so ihre besten Tage hinter sich. Da lasse ich die Schoten noch trocknen und werde die dann als Saatgut nächstes Jahr wiederverwenden und dann das Erbsengrün einfach abschneiden. Und die Wurzeln im Boden lassen. Der Mangold wird riesig und da freue ich mich schon drauf. Das ist ein Experiment, die hatte ich noch gar nicht. Also Mangold werde ich mal ausprobieren, das soll man ja wie Spinat verwenden können. Weiter geht's zu meinem großen Riesenkohlrabi, dem Superschmelz. Die sind wirklich riesig. Den werde ich dann morgen ernten. Wir essen Kohlrabi meistens roh, in Stifte geschnitten. Kartoffelbeet wächst auch ganz gut. Hinten wieder die Erbsen, die sind schon ganz vertrocknet. Und dazwischen auch Mangold gepflanzt. Ich weiß nicht, ob die Mischkultur ideal ist. Jetzt gerade funktioniert es noch. Und hier wächst ein Butternut-Kürbis raus. Im Beet von meinem Sohn geht es auch wild her. Hier habe ich ja eine letzte Tomate eingepflanzt. Ich lasse die auch nicht hochranken, sondern aus dem Hochbeet heraus wachsen. Mal gucken, ob das funktioniert. Basilikum und hier eine Zucchini. Meine Zucchini wurden ja auch von den ganzen Schnecken gefressen. Und deswegen habe ich nochmal nachsehen müssen. Der Salat daneben kommt natürlich weg. Hier habe ich auch Salat, der langsam schießt. Den muss ich dringend ernten. Die Süßkartoffel wächst eindeutig in die falsche Richtung. Die soll auch aus dem Hochbeet rauswachsen. Und daneben eine Melone. Lass ich auch rauswachsen. Das Kräuterbeet hat sich ganz. Und daneben das Kräuterbeet macht sich super. Der Salbei wächst toll, der Mangold, der Thymian, auch der Rosmarin ist gut angewachsen. Also sieht wirklich toll aus. Daneben mein Heidelbeerbeet, da habe ich noch eine Gurke gepflanzt, die ich übrig hatte und wie ihr seht, überwuchert die alles. Auch eine Saiko. Da hängen überall schon Gurken dran.
dass sie auch im Zaun entlang wachsen. Die Erbsen sind ja eh nichts mehr, beziehungsweise hier wachsen gar keine Erbsen. Und hier noch eine Melone, die sah auch ganz grünlich aus, berappelt sich aber auch gerade ganz gut. Ich hoffe, euch hat der Gartenrundgang Anfang Juli gefallen. Habt vielleicht Anregungen bekommen. Ihr könnt mir auch nette Kommentare dalassen. Vielen Dank und tschüss.